Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Pumpkin Days, mitten in der Nacht. Ich stehe hier rum, mit einer Bürste in der Hand, direkt vor meinem Hühnerstall, der Hühnerstall heißt. Ihr seht, da hinten ist das kleine Küken immer noch. Ja, ich habe mir schon Kopf gemacht, ob ich sie irgendwann wieder rauskriege, aber... Achso, da ist jetzt ein kleiner Zaun vor. Ich kann es streicheln, aber ich kann es nicht mitnehmen. Naja, vielleicht muss ich es doch verkaufen. Ist ein bisschen schade. Na komm, mit Anlauf, hopp. Ja, genau so wollte ich's. Na, Isabellchen? Na, Sternchen? Ich guck mal nach, ob es den Tieren gut geht. Warte mal, da muss ich ja hier wieder rüber. Ich habe ja immer noch den Profi-Stall mit Sprungeinlage. Hier war noch kein Tier drin. Oder schlaft ihr einfach noch nicht? Na kommt, geht mal rein. Bruno, habe ich die alle schon gestreichelt? Lilly will auch nicht. Kleeblatt möchte noch. So. Petunia. So, hast du noch Milch für mich? Nö. Mitternacht hatte ich noch nicht. Komm mal hier, meine Kleine. Na? Okay. Na, wenn die Kühe soweit sind, wir haben zwei Stiere da. Dann können wir das mit den Züchten ausprobieren. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, aber das wird sich hoffentlich noch rausstellen. Wir haben jetzt nur noch ein bisschen Hühnerfutter dabei. Aber hier ist ja noch mehr. Nehme ich mal noch etwas mit. So, die Zäune. Die können ja hier erstmal rein ins Tiergehege. Nee, ich wollte ja die Zäune setzen. Da war ja was. Metallzaun. Der komische braune Zaun. Ja, der braune Zaun ist merkwürdig, muss man ehrlich sagen. Aber ich werde zumindest versuchen, hier so ein bisschen mehr Eleganz reinzubringen. Naja, mal gucken, ob's... Oh nein, das war der Kleine. Den brauche ich nicht. Da laufen ja die Kühe einfach drüber. Warte mal, dann war's der hier. Okay, nochmal. So müsste es gehen. Okay, dann können wir uns nämlich die Sprungeinlagen hier erstmal sparen. Ist vielleicht ganz schön. Den stelle ich jetzt aber mal schräg hin. Okay, ja, hier ist so. Und den hier ebenfalls ein bisschen schräg. Ja. Okay. Dann kann der noch weg. Und dann müsste es okay sein. Noch ein bisschen nach links drehen. Ne. Ja, Zäune platzieren und spielen ist nie so richtig einfach, oder? Besonders wenn man so schräg hinstellen will. Na, schief ist hoffentlich modern. Ne, das ist nicht bündig. Also nochmal so rum. Ja, so. Okay. Ja. Ja, nee.
Das ist nicht schön. Moment, dann kommt der hier noch mal weg. Präzisionsarbeit am Zaun. Okay, dann kann der noch mal. Nee, nicht so rum. Ja, keine Ahnung, der dreht sich immer so doll, ne? Also ich könnte es jetzt so machen. In der Hoffnung, hier krabbelt nicht zwischen. So vielleicht. Naja, ist nicht perfekt. Ihr seht ja, das ist ein Haufen Arbeit. Es ist schon wieder mitten in der Nacht, meine Güte. Der nächste Tag ist schon wieder angebrochen. Okay. Die Wände. Würde ich als Erinnerung tatsächlich behalten. Die Bücherregale dürfen weg. Die bringen uns ja ein bisschen Geld. Und die Futtertröge können wir ja noch ganz schnell setzen. Nein, wir müssen jetzt hier hinten nicht mehr rein. Wir gehen jetzt mal hier vorne lang. So. Futter, Futter, Futter. Ihr bekommt... Der Stall war ja schon fertig, ne? Hier hinten noch welche hin. Gern wieder so rum. Okay. Doch, kann man machen. Ich glaube, die Futtertröge hier vorne sollten wir nochmal versetzen. Dann können wir den Stall weiter nach hier ziehen. Und dann hätte ein anderer Stall auch mehr Platz. Warte mal. Ich weiß, ich will schlafen, aber ich mache ja irgendwie alles außer schlafen. Nee, komm noch weiter. Okay, wenn wir den hier mal versetzen wollen, haben wir jetzt Platz. Das sollten wir auch unbedingt nochmal probieren. Ja, ich weiß, hier sind Sachen reif, aber ich mache jetzt lieber den Schnellmodus. Wallshelf, okay. Ein Wandregal. Und ein italienischer Salat. Okay, du schläfst jetzt mal bitte. Und dann haben wir schon wieder Montag. Nee, oder Sonntag. Ah, wir haben erst Sonntag, okay. Ich schau mal, was im TV läuft, so wie immer. Ein Uraniumsichel, okay. Litchi-Candies. Ja, wir können keine Litchis anbauen. Das ist für uns ein bisschen schwierig. Ist ja eigentlich Obst soweit. Ja, hier hinten. Schaut mal, die Apfelbäume. Wie schön, oder? Äpfel. Ja, mit den Obstbäumen macht man immer was richtig. Da, 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 da. Zumal man die ja nicht mehr gießen muss. Man baut die an, gießt die am Anfang, lässt die wachsen. Und die nächsten 10 Jahre hat man seine Ruhe, weil die hier zumindest immer zuverlässig Obst bringen. Realistisch wäre es, wenn die Werte doller starten. Mehr schwanken würden. Wenn es sehr zu trocken ist, dann gibt auch der beste Apfelbaum irgendwann nicht mehr genug Früchte. So. Okay. 75 Äpfel, immerhin. Kaffee habe ich auch noch ganz viel dabei. Hier muss ich noch ernten. Ja, vom Samstag ist noch ein bisschen Arbeit liegen geblieben. Das sieht man hier ganz eindeutig.
Aber das erledigen wir jetzt schnell. Oder auch langsam, wenn ich immer daneben gieße. Ich hab's manchmal noch nicht so richtig mit dem Ziel. Na komm, eins schaffst du noch. Ja. Wir haben hier so viel Platz und so wenig. Obwohl, die brauchen wir nochmal. Und so wenig hier auf dem Feld. Sag mal, sollten die Pilze nicht eigentlich lange schon fertig sein? Also ich dachte wirklich, die brauchen nur 8 Tage, aber jetzt sind die da schon gefühlt ewig drauf. Heute ist der 28. Das heißt, wir haben Herbstende und können jetzt nur noch die Sachen anbauen, die auch im Winter nicht kaputt gehen würden. Warum gieße ich die eigentlich noch? Heute ist doch der letzte Tag. Ganz im Gegenteil, wir können die hier schon runter machen. Nochmal können wir die nicht ernten, also die hier definitiv nicht. Ja, und die anderen. Es tut mir sehr leid, ihr lieben Blaubeeren. Heute ist der allerletzte Tag in diesem Monat. Ich weiß, dass ihr morgen sowieso eingeht. Da kann ich mir heute schon mal die Arbeit machen. Ich weiß nicht, ob die Pilze im Winter noch irgendwie weiter wachsen. Das hier müssten auch Blaubeeren gewesen sein. Ich hoffe nur, ich irre mich nicht. Nicht, dass ich irgendwas anderes wegmache. Okay. Und hier noch einmal. So. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen mit Feldarbeit beschäftigen. Und ihr könnt gleich wieder dabei sein, wenn ihr möchtet. Ich sehe gerade, dass die Folge schon wieder relativ lang ist. Und deswegen danke ich euch fürs Zugucken. Und bis zur nächsten Folge. Bis gleich. Ciao, ciao.